Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Irgendwie hat er unseren Blutmond nicht ganz abgespeichert, dass wir den geschafft haben. Ja, oder er denkt sich, ach, machen wir es nochmal. Ja, ja. Die waren, wo denn? Ganz unten? Ja. Ich denke auch, das Spiel denkt sich, wir waren so krass. Da. Im Haus? Nee, unten, unten am Haus. Und, ja. Ach, in der Scheune ist noch einer, wa? Ja, auch. Okay, Musik ist auf jeden Fall vorbei jetzt. Vielleicht waren das die Reste. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ach, nee, Alter, ist der hartnäckig jetzt. So. Das war's? So, ja, unten ist ein Lootbag, wenn du möchtest. Und eine Säule haben sie kaputt gehauen. Nimmer, nimmer. Das kam jetzt unerwartet zur Aufnahme. Ah ja, das fängt ja schon spannend an hier. Was denn? So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schuss verbraten. Wie spät ist das? Ach, und ich habe ein gebrochenes Bein. Willst du den Lootbag öffnen? Warum? Nimm du doch, vielleicht ist da was drin, was du brauchst. Nee, nur Pfeilspitzen und eine Bleitrophäe. Also nichts Besonderes. Ja, aber wir waren doch letztes Mal fertig, ne? Ja, wir hatten den Blutmond schon weg. Eigentlich. Weil die Uhrzeit ist ja 4:30 hier. So. Was müssen wir denn jetzt machen? Ja, ich würde jetzt sagen, wir müssten rein theoretisch wieder Loot an den Häusern haben, aber ich würde gern einmal die Bäume hier vorne fällen, damit wir schon mal neue anpflanzen. Ich wollte sagen, wollen wir nicht erstmal Holz sammeln? Ja, dann können wir nämlich neue anpflanzen. Dass wir da erstmal beigehen. Wo springe ich denn? Ich weiß nicht, ich würde ja auch springen, aber ich habe ein gebrochenes Bein. Ja. Warte, warte! Was denn? Wir fällen den Baum mit Stimmung. Sing yay, mir nach, ja? Yay, yay. Nein, nein, du musst mir nachsingen. Weil? Mi. Ja, die Sonne scheint und ich fäll einen Baum. Ich sing jetzt bestimmt nicht. Doch, du musst das nachsingen. Das nimmt mir hier keiner ab. Die ganze scheiß Natur wird jetzt weggehauen. Ja, das passt schon eher zu mir. Ödland ist das, was ich jetzt will. Ödland. Und die Kacknatur wird still. Ich fäll also noch einen Baum. Mann, ist das ein Traum. Blutmond. Hey, das ist Beine. Mein Baum. Mein Geh Baum. Geh weg von meinem Baum. Mein Baum. Hast du von meinem Baum. Hast du den mächtigen Schlag gehört? Guck mal. Das ist von Thor. Guck den mal. Schlag Thor. Guck mal. Guck mal. Guck doch mal. Siehst du das? Siehst du das? Das kommt alles vom Holzhacken. Alter, hast du gesehen? Mal. Übel, oder? Jetzt geh weg von meinem Baum, mach selber ein. Die hab ich gemacht, die Bäume. Ich meine Hacken. Hacken. Hast du eigentlich schon Samen aufgenommen? Ich hab Samen immer in die Kissen gepackt. Nee, ich meine jetzt gerade beim Holzhacken. Ich habe jetzt 4 im Inventory. Dann können wir gleich nochmal hier ein paar Bäume hinschmeißen wieder. Nö, ich hab jetzt nichts gesehen. Ich will später Holz holen. Du aber hast nicht genug hin? Ausdauer und du hast Hunger. Scheiße, ich hab Hunger. Eine Kartoffel. Irgendwie hat man hier immer Hunger. Ja. Hunger und Durst. Ich esse jetzt mal eine Kann ich einen Kürbis auch essen? Bitte. Hä, irgendwie der hat so die letzten Arbeitsschritte, die ich gemacht habe, gar nicht gespeichert. Komisch. Das ist ja merkwürdig. So, 1. Da haben wir mal 1. Vor allem merkwürdig. 3. 1, 2, 3, 4. Lass mal eben hier mal meine Story-Orgs reparieren. Damit ich gleich volle Pulle loslegen. Leere Vogelnest. Ich habe immer noch Hunger. Ich gehe mal gucken. Ich sammle mal ein bisschen Wegproviant. Immer was essen. Ah, ich darf ja nicht laufen. Ah, ich habe ein gebrochenes Bein. Ah. Ah, Jasmin. Du fühlst den Schmerz, ne? Ja. Boah, ich humpel auch richtig. Mm. Ja, sehe ich. Ah. Mm.
noch eine Minute 18. Ja, ich würde sagen, die Hütte aufwerten und weiterbauen machen wir dann nachts. Genau, das war jetzt wieder looten, bauen und dann nachts arbeiten. Hängen wir ein paar Fackeln auf, dann geht das doch. Brauchen wir Stein und so auf? Ist ja gar nichts drin, in der Schmelze. In die Schmelze. Was haben wir denn noch? Was habe ich denn gemacht letztes Mal? Drücke ich denn immer den zum Hüpfen? Hatte ich nicht letztes Mal noch das leere Wasser aufgefüllt und... Ich hatte eigentlich auch leeres Wasser aufgefüllt. Ja, ich bin auch gerade so minimal verwirrt. Also irgendwie... Ist das auch nichts Neues? Nee. Ja, was esse ich denn jetzt? Ich habe mega Hunger. Ich gönn mir mal eine Hühnersuppe, ja? Weiß auch nicht, was so richtig viel Energie liefern würde. Also die Hühnersuppe macht 10 aus. Kalorien kenne ich nicht aus. Ja, aber es muss doch irgendwas geben, was man, wenn man das isst, dass das auch länger anhält. Ich kann ja nicht die ganze Zeit was machen und dann wieder essen gehen. Na, die Konservendosen, die haben 50... Ich glaube, du hast Nahrung, sagen wir mal 100, und die arbeitet sich runter. So gesehen. Hier Bier, ne? Goldrutentee. Hier ist irgendwie, als wenn hier alles nachgewachsen ist. Roter Tee. Ja, das ist irgendwie so anders, seitdem wir wieder hier sind. Also wir sind natürlich nie weg gewesen. Steine. Ich meine, auch wegen den Steinen und so. Hier ist alles voller Steine. Verstehst du? Ja, ich verstehe das. Bist du sicher auch? Auch wenn keiner... Aua. Ich bin in Stacheldraht gelaufen. Ja, bin ich letztes Mal auch in deinen, den du da gebaut hast. Kann man den so blöd platzieren, ne? Ja, siehst du, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Oh, meine Axt ist kaputt. Ja, aber ich habe kein gebrochenes Bein mehr, deswegen konnte ich einfach rüberspringen. Ja, wollen wir einmal hier zum Hafen gucken, ob da neues Zeug für uns ist? Hast du dich durchgeboxt mit deiner Krankheit da? Ja, ich bin wieder topfit. Leerer Müllhügel. Hä, bist du schon unterwegs? Ja, ich hack doch hier die Bäume. Ich sehe dich gar nicht, du Holzfällerjochen. Hä, wo bist du denn? Oben. Ach so, wir sind ja noch gar keine Bros. Warte mal. Doch, wir sind Verbündete. Nein. Ich hab dich jetzt nochmal in eine Gruppe eingeladen. Ah. Jetzt. So, wo haben wir dich denn? Hey, bist du hinterm Berg? Ich bin hochgegangen. Hinterm Berg? Ja, wahrscheinlich. Hintern? Könnte sein. Hintern, ja, im Hintern. Im Hintern? Bist du am allerwertesten Berg? Bist du denn? Wo ist denn überhaupt mein Haus? Wieso hast du eigentlich nicht mitgesungen beim Holzfällerlied? Lieber nicht. Ich vergraue ja so schon manche. Du, also ich dachte ja eigentlich mental, gerade wenn denn so ein Duett kommen würde, wo wir synchron singen. Dann guckt das ja gar keiner. Aber da sind wir doch voll auf einer Wellenlänge. Ich meine, immerhin beenden wir sogar gegenseitig unsere... Gegenwendig. Ja. Nee, aber wir beenden sogar gegenseitig unsere... Sätze. Ich wollte Stuhlgänge sagen, aber Sätze ist auch in Ordnung. Stuhlgänge. Ja, ich dachte, du hast einen Stuhlgang und ich wisch bei mir ab. Genau. Eins Stein. Ja, wollen wir einmal kurz zum Hafen, falls die Zombies da auch wieder gespawnt sind? Hallo, lass meinen Baum in Ruhe. Ich war's nicht. Nicht mal in Ruhe hacken kann man hier. Weil vielleicht finden wir da ja auch Konservendosen. Ja. Okay. Ich habe immer noch Hunger. Geht alles von mir. Können wir mal noch einen Dreierkürbis? Können wir eigentlich? Eine Kürbislaterne. Wir können aber kein Kürbisbrot. Nee, habe ich auch schon geguckt. Oder Suppe, aber dann würde mir das angezeigt werden, ne? Nur Schamsuppe, aber ja, kann ich auch nicht machen. Ja, das geht nicht. Das Eintopf? Kommt hier irgendwo was? Eintopf oder Austopf? Das ist hier die Frage. Die Musik ist so komisch. Ich habe keine Musik. Ja, müssen wir Chefkoch leveln. Ja. Ja, habe ich letztens versucht, ging nicht.
Mir ist auch letztens aufgefallen. Okay, Level 3. Nicht Level. Achso, hier. Wahrnehmung. Ja, das könnte ich machen. Was ist dir denn aufgefallen? Nee, doch nicht. Ich dachte, also wir müssen Standhaftigkeit auf Level 3. Kränklich. Ja. Ist dir jetzt was aufgefallen oder ist dir jetzt nichts aufgefallen? Nee, mir ist was aufgefallen, aber ich habe gerade gesehen, dass mir da was Falsches aufgefallen ist. Also, weil wir müssen auf Level 3. Also wir lassen das Thema erstmal. Wir müssen auf Level 3 der Standhaftigkeit kommen für manche Sachen. Ja. Du könntest jetzt rein theoretisch. Oh, ich habe nur einen Punkt, der muss gut investiert werden. Ich will jetzt gleich erstmal alles wegpacken. Ach so, Standhaftigkeit. Wenn du Standhaftigkeit anklickst, kannst du auch die Standhaftigkeit selber leveln. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und wenn du auf Stufe 3 bist, dann kannst du bei der Nahrung gute Verfassung machen. Wo sehe ich denn das? Wenn du jetzt die Tabulator-Taste drückst. Na, das war jetzt nochmal welche? Die Fall. Genau. Dann gehst du auf das gelbe Kreuz, also weiß. Und dann steht, also du gehst da oben in der Leiste ist ja so ein Kreuz, Standhaftigkeit, ne? Sieht aus wie so ein Medizinkreuz. Das tritt. Wo? Na, du bist jetzt auf Fertigkeiten. Achso, du bist ja noch gar nicht auf Fertigkeiten. Du gehst ganz oben neben Fertigkeiten auf den Mann mit der Mütze. Mit dem Zylinder. Genau, auf den Studenten da, ne? Auf den Highschool-Absolventen. Und dann auf das Kreuz. Genau, und da gibt es Attribut Standhaftigkeit. Und das kannst du auf kränklich leveln. Wo jetzt? Also da muss ich jetzt drauf? Genau, und dann klickst du direkt auf das oberste Attribut Standhaftigkeit. Gebrechlichkeit habe ich. Kränklichkeit jetzt kaufen? Kann ich kaufen. Genau, weil wenn wir das auf Stufe 3 haben, könnten wir unseren Magen verbessern. Ich habe jetzt da mir das gekauft. Und dann könnte ich noch auf ungesund machen. Was bedeutet das? Ja, also ich habe keinen Punkt mehr. Weil wenn wir das auf Stufe 3 haben, können wir nochmal unsere Nahrungsgeschichte verbessern, damit wir nicht so viel Hunger haben. Also kann ich jetzt mit dem einen Punkt nochmal das kaufen, oder was? Genau, dann könntest du als nächstes bei Eiserner Magen, wenn du wieder einen Punkt hast, da investieren. Und wenn wir das ein bisschen höher haben, damit wir nicht so oft Hunger haben, dann könnten wir im Anschluss gucken, dass wir dann separat, der eine macht Bergbau, der andere macht Jagd, dass wir Essen, Bauen und so alles ein bisschen abgedeckt haben. Ja, musst du mir denn immer ein bisschen sagen, wann ich was machen soll? Ja. Weil ich das immer vergesse. Alles cool. Wollen wir jetzt zum Hafen? Warum? Gucken, da müsste bestimmt neuer Loot sein. Aber wenn ich jetzt, ich habe ja jetzt das ganze Holz, wenn ich jetzt drauf gehe, dann ist das ja alles weg, ne? Hä? Na, in meinem Speicher jetzt hier, Inventar. Wenn wir jetzt losgehen und die killen mich, dann ist ja das Holz und so weg. Also bringe ich das jetzt erstmal lieber. Ja, ja, nee. In die Hütte. Genau. Bringen wir das noch einmal weg, machen unser Inventar leer. Aber wir müssen hier den Zaun machen, die können hier voll durchstarten. Ja, wir haben ja 7 Tage Zeit, ne, bis zum nächsten Blut. Ja, manchmal kommen ja auch schon ein paar Zombies. So ist das nicht. Jetzt komme ich hier. Oh, ich bin beim ersten Mal hochgekommen, aber runter, das wird gleich wieder schwer. Komm mal wieder runter. Nein. Was war denn das jetzt hier? Hast du denn eigentlich gesehen, was ich alles vom Holzhacken gekriegt habe? Nö. Übel, oder? Nö, was denn? Und du sagst übel, oder? Also ich fand das schon ziemlich beeindruckend. Sieht schon stabil aus. Nee, hast du meinen dicken Bizeps nicht gesehen? No Kommentar, ey. Geiles Deutsch. No Kommentar. Geiles Deutsch, Englisch. Könnte ich mir ein bisschen trinken mitnehmen? Ja, die Dosen. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit den Dosen machen. Mein Maschinengewehr brauche ich doch nicht, oder? Nö. Pack das erstmal in die Kiste.
Was hat der eine da letztes Mal geschrieben? Wir sollen die Kisten irgendwie an die Decke machen oder wie? Ja, er sagt, damit die Zombies das nicht kaputt prügeln, sollen wir die Kisten 2 Block hoch über dem Boden machen. Also, du hast ja, wenn du jetzt hier Rahmenform oder sowas hättest, ist ja so ein Blocksystem. Dass wir vom Prinzip die Kisten so hoch machen wie die Leiter hier, dann hauen die Zombies das nicht kaputt. Aber das würde ich mit den nächsten Kisten machen, also mit den größeren, die hier würde ich noch so lassen, weil wir haben hier unten nur die Nahrungskisten auf der Höhe. Die anderen hängen ja schon gut. Aber ist natürlich richtig, wir hatten die ja auch schon hier drinnen, ne? Ja. Nägel, ich pack das jetzt da ein. Eine Kaffeepflanze. Samen, Samen, Saat und Samen. Ey, wo sind denn die Kackfeder? Oh, wo sind denn die wunderschönen Federn schon wieder hin? Die hatten wir links in der Kiste. Hier ist sowieso schon wieder irgendwie alles gefühlt durcheinander. Nee. Ja, ist es wohl. Ich hab schon wieder Hunger. Bist du doof oder was? Hallo? Sei mal ein bisschen freundlicher. So, können wir denn los? Nein, ich bin noch nicht fertig. Oh. Ja, willkommen, ob da neues Loot ist. Solly Blow. Solly. Solly. Soli. Muss mir hier noch mal ein bisschen was zu trinken mitnehmen. Ah ne, warte mal, das kann ich ja mitnehmen. Das kann ich ja auffüllen dann. Und irgendwas zu futtern. Zwischendurch. Kann ich denn hier, was ist denn das? Dose Chili. Nehme ich mir eine mit. Ich hab doch 5, also Wasser in meinen. Ich hab 5. Hä? Wieso hab ich denn alle? Ich wollte gar nicht alle. So, ich hab mir 2 genommen. Ja. Und 2 die. Geh mal aus der Kiste! Hä? Hä, wieso? Da sind doch noch 8 drinne dann insgesamt. Also kann ich mir doch noch einen mitnehmen. Ja, kannst du doch. Ich dachte, du hast gerade geguckt. Nein, ich würde gerne, aber ich komme hier nicht rein. Ja, warten Sie doch mal. Da ist jemand schon seit einer Stunde an meiner Kiste. Seit einer Stunde? Ich muss aufbrechen, Jasmin. Ja, ich muss auch einbrechen. Ja, wir müssen aufbrechen zum Einbrechen. Ja, ich muss mich doch vorbereiten hier. So, na, ich war der Meinung, ich hätte das Wasser eingesteckt, aber habe ich irgendwie nicht. Ach Mann. Ich habe immer noch Hunger. Wo ist denn das Holz jetzt schon wieder hin? Oh. Wo ist das Holz? Ich habe keine Ahnung. Haben wir kein Holz mehr? Ich habe meins hier unten in eine Kiste geschmissen. Und der, wenn du reinkommst, gleich. Nee, ich mach das hier oben lieber. Ja, machst du die Tür hinter dir zu, bitte? Warum? Ja, nicht, dass ein Zombie meine Kiste kaputt geht. Mach doch die Kiste höher. Ja, kann ich die ab... Nee, die muss ich kaputt machen, denn, ne? Nee, das ist ja doof. Das ist ja nur meine Ankunftskiste. Ist ja doof, sag Haben da. Wir noch Dietriche? Was hier ist wir? Ja immer noch... Wieso bin ich eigentlich zu hohl, um hier runter... Ich komm da nie runter, geh nee, weg. Ich stand ja auch unter dir. Ich komm trotzdem voll schlecht immer da runter. Klappt's manchmal nicht. Oh, ey, hier ist das alles so... Wie sehen die Dietriche nochmal aus? So, wo ist denn der? Ach, jetzt muss ich auf den noch warten. Dietrich. 4 Stück. Keine Ahnung, ob das reicht. Weil wir haben hier in der Hütte noch einen Safe und den haben wir noch gar nicht versucht zu knacken. So. Oh, jetzt habe ich die ganze Munition mitgenommen, ey. Aber die kriege ich ja wieder, wo mein Rucksack ist denn, ne? Ja. Hä, wo dein Rucksack ist? Ja, wenn ich drauf gehe. Ja. Also ich gehe davon aus, dass ich sterbe. Wo ist denn jetzt hier der Hafen? Links oder rechts? Bunkerknackermod. Meinst du das Ding da hinten? Ja, ja, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ich dachte, wir gehen jetzt weiter weg. Ich habe schon... Eisenspitzhacke verändern und ich habe die schon drauf... Guck mal. Hast du mich nicht eben gestresst? Ja, komm mal her. Ich habe was Cooles für dich. Jetzt.
wieder rein, oder was? Nein, ich komm. Au, ah! Ich bin in die Spikes gelaufen. Au, und ich bin auch in die anderen Spikes gelaufen. Ey, du bist ja auch so ein Held. Ich hab nur noch 70 Leben. Schön ist, dass du es selber gebaut hast. Was ist denn das? Ja, wie kann man das so bescheuert bauen? Hier. Hast du eine Eisenspitzhacke? Ja. So, dann gehst du jetzt mal auf deine Eisenspitzhacke. Mache ich. Dort steht ganz oben verändern. Nee, zerlegen oder fallen lassen. Du hast aber eine Eisenspitzhacke, was ich in der Hand habe. Nee. Dreh nicht die Augen so, ich hab's gehört. Nee, also das ist eine Mod, wenn du so eine hier hast. Vielleicht finden wir ja noch eine. Ich weiß, deswegen habe ich mir das ja noch nicht mitgenommen. Achso, die macht 15% mehr Schaden auf Stein. Hier, kannst du wieder haben. Wie gebe ich dir das wieder? Einfach seitlich rausziehen. Hab ich. Gut, dann verwahre ich die erstmal. Verwahr. Ich verwahre. Verwahrlose die erstmal. Die kriegst du denn wieder, wenn die kaputt ist und voller Staub. Nein. Loot, loot, loot. Oh, ich hoffe, der Loot ist schon wieder da. Aber muss ja eigentlich. Wir haben mittlerweile Tag 8. Leerer Müllhaufen. Keine Eier. Du hast keine Eier. Die Nester sind auch leer. Cool. Hier ist alles leer. Wir müssen weitergehen zum Looten. Ich habe ja gedacht gehabt, der Loot kommt wieder. Wir haben hier noch Zementsäcke sonst. Aber hier ist... So, hier ist sonst nichts weiter. Ist alles immer noch leer. Der Zement könnten wir aber auch gebrauchen. Ja, ich habe eine Schaufel alles dabei. Ich nehme alles mit. Kann ich hier auch stark buddeln? Boah, hast du gehört, wie stark ich buddel? Ja, ich hab's gehört. Erstmal so ein Spaten. Ich bin irgendwie an der anderen Seite, glaube ich. Also, es kostet halt mega viel Ausdauer. Wenn du, ja. Also wenn du stark buddelst, ne? Ich hab auch schon bald keine mehr. Ja, wir rennen zu viel. So. Den Zement habe ich. Dass wenn man isst und so, dass das halt immer nicht lange anhält. Ja, deswegen habe ich gehofft, dass der Loot wieder gespawnt ist. Also dass hier wieder Loot ist, den wir mitnehmen können. Aber dem scheint nicht so, Jasmin. Nein, Patrick. Dem scheint einfach nicht so. Ah, ich hab's verstanden. Hier läuft komische Mucke. Ja. Ich bin auch ein bisschen nervös. Auf dem Boot ist noch Zement, aber da komme ich von hier nicht hin. Der Boden. Aber hier zum Beispiel, das, hier ist doch nachgespawnt. Hier war ich doch schon drauf. Du kannst auch rüberspringen, oder nicht? Nee, leeres Fass. Ups. Können ja auch aus dem Wasser. Oh Gott, der schreit wie Hulk, ey. Ich denke jedes Mal, hier kommt ein Zombie. Guck mal, siehst du das? Siehst du das? Das kommt vom Holzhacken. Übel, oder? Dann lass mal weiter moven. Achso, ich kann ja hier schon mal die leeren Wassergläser. Ich war so frei und hab die mitgenommen. Auch welche mitgenommen, siehst du? Leere? Hab ich doch gesagt, sehr dass gut. Ich zwei leere mitnehmen. Brauchen wir nicht. Hast du das jetzt weggeschmissen? Stein und sowas müssen wir halt auch noch alles abbauen. Aber ich würde halt gern erstmal Nahrung finden. Hier ist wieder unberührt. Vielleicht ist das andere zu dicht dran, ne? An unsere Basis. Weiß es nicht, Patrick. Oder habe ich den noch nie durchforstet? Leer. Leer. Stein. Hier ist noch Eisen.
Und Blumen. Schöne Blumen. Chrysanthemen. Baumwollpflanze. Wunderschöne Blumen. Warst du hier schon drin? Nee, jetzt gerade nicht. Kann man auch nicht richtig rein. Er zerhackt hier alles, was in den Weg kommt. Na, nur die trockenen Büsche, das gibt immer Holz. Ja, ja. Und XP. Fasern gibt das hier. Oh, ich hab langsam richtig Hunger. Ich nicht. Leere zerstörte Werkbank. Da hinten ist eine Hütte, in der war ich noch nicht drin, bin ich der Meinung. Welche? Wo bist du denn? Ja, kein Wunder, dass du keine Energie hast, wenn du so lang jumpst hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon überall drin war. Zombie. Wo bist du denn? Ich bin hier am Laden. Die haben offen, weißt du? Hier ist auf jeden Fall ein Zombie drin. Schön, da kommt auch noch einer. Kümmere mich mal um den anderen. Cool. Viel cool. Ich glaube, hier sind mehrere Zombies. Oha. Guten Tag, junge Dame. Ich wollte einmal was zu trinken kaufen und ein bisschen... Haben Sie ein bisschen Brot oder so für mich? Ich habe wirklich Hunger. Krankenschwester, Sie müssen mir helfen. Ich bin auch eine Krankenschwester. Sie haben ein Eid unterschrieben. Ich muss hier einmal rein. Entschuldigung, Ma'am. War der Kopf. Getränkedings unberührt. Und ich habe hier Nahrung gefunden. Ich esse die auch gleich. Mach mal. Und wir haben noch hier Bier. Das für dich. Unberührt. Ich habe immer noch Hunger. Ah, hier kommt zumindest wieder der Loot. Oder ich war hier noch gar nicht drin. Ich glaube, zweiteres ist wahrscheinlicher. Wahrscheinlich. Oh, ich traue mich nicht in die Hütte zu gehen. Das hast du Hunger? Nee, aber Durst. Aber ich habe Trinken. Achso, weil ich habe sonst auch noch Bier für dich. Nee, ich habe gar keinen Platz mehr hier. Warte mal. Bist du schon voll? Das schön wär's. Bist du betrunken? Ja, das wär schön. Ich durchsuche mal einen Haufen Munition. Oh, ach, in dem ganzen Haufen Munition waren 4 Schuss. Da kommt ja noch so ein Zappelheini. Ein Zappelheini? Oh, ich trau mich nicht hier in die Türen, die sind noch zu. Ja, ich komme auch gleich hin da. Ich wollte hier nur einmal ein bisschen durchchecken. Ja, der hat aber... Ich glaube, eine Tür davon, da sind sie drinne. Macht das vielleicht mehr Sinn? Ich hab Angst. Er danzt voll in seinem Leben da. Wenn wir das hier kaputt hauen und da wäre ein geheimes Fach, was ja nicht ist, da ist draußen, denn ist hier auch draußen. Wo ist er denn? Ist hier draußen? Da ist draußen, ne? Hier Hallo? Ist noch. Ah! Wo denn? Oh, ich glaube, der will die Tür raus. Ey, der will die Tür raus, glaube ich. Bist du an der Holzhütte? Mein Herz, ja. Hab immer noch Hunger. Kannst du herkommen mit? Ja, ich bin schon unterwegs. Ich pfeife mir nur kurz eine Hühnersuppe rein. Ich glaube, hier war noch keiner drin. Da ist einer drin, auf jeden Fall. Was denn nun? War da noch keiner drin oder ist da einer drin? Die Zombies sind da drin, wir waren da noch nicht drin, so. Okay. Ach, da ist ein. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe gerade gegen die Tür gehauen und jetzt haut er. Er kommt raus gleich. Ist ja gut, dann spare ich meine Axt. Warte, er kommt gleich. Der das dauert schlägt ja ewig. Selber grad. Warte mal, ich will mal reingucken. Ja, ist wirklich einer drinne. Hau ihn auf die Fresse! Alter, Ganobe. Mach ihn kaputt. Rümmer ihn in den Kopf. Voll. Immer auf die Rübe ruf. Voll zermetzelt. Ja, hatte ich die Krankenschwester auch eben. Der arme Hausbesitzer hier, weißt du? Wo denn? Ah, bei dir auch.
Ja, aber ich höre zwei und sehe einen. Ja, ja, ich glaube, hier kommt gleich bestimmt einer aus der Tür oder so. Ah, da oben. Au. Ha. Vorsicht, hier ist was auf dem Boden. Das Haustier. Die armen Hausbesitzer, weißt du, hier kommen Leute her, brechen ein, prügeln an der Tür rum, dann kommt der raus, gucken, was da los ist. Da war nichts drin, ey. Zack, zermetzelt. Oh, ich habe hier einen Haufen Plastik. Schnell machen, ich glaube, hier ist wimmelt's nur von denen. Und Jammelfleisch. Und Jump. Nix. Jammelfleisch. Ah, Holzstuhl mal mitnehmen. Ich nehme alles mit her. Der zuckt noch. Du hast hier nicht richtig verprügelt. Wen? Na hier, der, jetzt ist er weg. Leere Mülltonne. Oh Gott, die kommt bestimmt gleich noch irgendwo. Da außen noch irgendwas gut. Oh, ein Gasgrill durchsuchen. Ist aber nichts drin. Keller. Da traue ich mich nicht rein. Wir können. Fällt mir gerade ein. Manchmal ist in den Schränken was auch da? Was drin. Was denn? Dieses Geräusch. Hörst du das nicht? Nö. Ist das ein Kühlschrank? Ich habe hier noch eine Dose. Hier war ein Schrank unberührt. Wo bist du denn? Hä, da war ich doch eben. Ich gehe jetzt hier den im Keller runter. Mach mal. Ich gucke, ob draußen die Luft rein ist. Ja, die haben ja auf jeden Fall jemanden gefangen gehalten. Ja? Ja. Sir, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Der sieht gar nicht gut aus, Jasmin. Was der ist hat das? Platzwunde im Kopf. Der ist denn? Bist auch du richtig, das? Ja, der ist auch richtig ausgehungert. Der hat gar keine Kraft mehr zum Stehen. Guter Mann, so. Ich helfe ihn. Brauchst du Hilfe? Nö. Hier ist keiner. Ich hab schon wieder Hunger. Du bist sehr hungrig. Deine maximale Ausdauer verringert sich. Achso, da ja, war gerade. Schuhe. Oh, zieh an. Nee, ich will erstmal sammeln und abhauen hier. Hier kommt nichts mehr. Hier ist ein Klo. Wenn du einen Abbretter musst, ne? Hier Schönheit kommt, des Tages. Hier das kommt war mir nix, klar, dass da noch eine drin ist. Nein, ich hab gesagt, hier kommt nichts mehr. Zermetzelst du die, um auf Nummer sicher zu gehen, oder ist das einfach dein psychopathischer Mordrausch, den du irgendwie stillen willst? Beides, aber irgendwie geht ihr Kopf nicht, Matsche. 5 Euro, wenn ich mit der Hand in das dreckige Klo hier fasse. Da war Papier drinnen. Oh, durchsuche Bücherstapel. Nix. Schade, jetzt ist er weg. Die schöne. Die gute Ude. Kleiner Mülleimer. Klebeband. Sehr schön. Da raste ich aus. Er rastet da völlig aus. Warst du hier schon? Ja, hier habe ich, glaube ich, ich denke, alles durchforstet. Und ich okay, habe schon haben wieder wir Hunger. Ja. Aber ich kann einen Punkt machen. Warte mal. Eure Federn. Heftigkeit. So, jetzt mache ich nämlich, ich verursache 220% Schaden mit Kopfschüssen. Ich hab Hunger. Und ich kann mit den Fäusten meine Ziele jetzt zergliedern. Wieso kommt eigentlich manchmal so eine Gruselmusik, wenn nichts ist so? Um die Stimmung aufrecht zu erhalten. Achso, da läuft ja immer noch der Zappel, ey. Da ist auch ein großes Haus bei dem, aber ich glaube, da war ich schon. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach den Weg weiter lang. Hier, guck mal, was ich kann. Ich war ja in Hogwarts, ne? Pass auf, Lingardium Leviosa. Patronus. Hast du gesehen, wie stark mein Patronus ist? Der ist hingefallen. Ich glaube, der Kopf geht nicht weiter. Schade. Warum nicht? Warte mal. Jetzt ist er. Hier, ich schieb das Bein mal ein bisschen weg. Jetzt ist er wie ein Klumpen im Wind. Der guckt hier. Der hat jetzt zwischen die Beine geguckt. Er macht nichts. Also, ich will nichts sagen, aber. Das muss ich mal Hase, sagen. Den brauchen wir. Ja, mach kalt.
Wo ist er denn jetzt? Rechts weiter Richtung kleinen Baum. Ich hab schon wieder Hunger. Es kann nicht sein. Habe ich noch einen Punkt? Nö. Okay. Aber ich kann jetzt. Oh! Jetzt würde das gehen. Okay. Hat er geschrien? Oh. Es tut mir leid. Was hat er geschrien? So, juhu! Nee, ganz und gar nicht juhu. Da kommt noch so ein Zappe. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Wo bist du denn? Da. Ja, ich dachte, wir folgen einfach erstmal der Straße und gucken, ob wir hier noch. Gleich irgendwo erstmal das Fleisch und so zurückbringen. Ja, das machen wir noch. Ich hab ein Ei. Zwar nur eins, aber dafür ist das ziemlich groß. Ja. Endlich mal, wa? Endlich, ja. Endlich. Endlich. Endlich, hat meine Schwester mal gesagt. Endlich. Okay. Statt endlich, enk. Patronus! Vingalium Leviosa. Hier sind aber viele Vogelneste. Ah, meistens nur Federn. Ja. Ich habe ja hier diese eine Wasserpumpenzange, ne? Federn. Öl, eine Lampe, Plastik, Eisen und Benzin. Und ein Rohr. Boah. Ey, Jasmin. Ah, Patrick. Ich habe ein Rohr. Bitte. Ah, der Zombie geht erstmal baden da hinten. Alter, hier sind aber ehrlich ein bisschen viele, ne? Du. Jasmin. Müssen wir jetzt hier lang? Nein, warte mal, warte mal. Ich muss dir was sagen. Ja, sag doch, ich höre dich doch auch, wenn ich laufe. Nein, 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 bleib mal stehen. Mhm. Du, ich habe ein Rohr. Willst du mal sehen? Nee. Hier, guck mal. Guck doch mal. Mensch, wie oft soll ich denn hier, noch gucken? Rohr. Ich will kein Rohr, danke. Ja, ich würde, wollen wir über die Brücke? Da sind ja auch noch. Warum? Da gehen wir doch immer lang. Da sind ja auch noch Häuser. Ja, aber von der Richtung nicht. Ich weiß halt nicht, was hier noch kommen könnte, ne? Wenn wir jetzt da noch kommen? Abseits der Straßen. Ich weiß halt nicht, wie viel Natur hier ist. Bevor wir wieder eine Zivilisation finden. Zivilisation. Hildegard! Ja, ich möchte das einmal kurz hier kaputt kloppen. Was ist das? Ich glaube Eisen. Blei. Hier ist oder eine so. Bleimine. Guck mal. Oh. Ja, das brauchst du mir nicht zeigen. Ich habe schon viele sowas aufgekloppt. Das sieht aus. Da ist nichts mehr. Aber hier. Krass. Ich habe keine Ausdauer. Ich bin überladen? Oh. Ich hab ja auch erstmal die Sachen weggebracht. Ja, wann ist das denn passiert? Wo bist du denn jetzt? Hinter dir. Ja, wollen wir das jetzt erstmal wegbringen? Ja, warte, ich mache hier kurz ein bisschen Platz im Inventar. Ich musste sowieso mal was essen. Jetzt essen muss ich auch hier. Wir sollten vielleicht auch mal, dass einer von uns bei Gelegenheit Chefkoch lernt an Punkten. Ja, dann lass das wegbringen und dann gehen wir nochmal los. Oder was? Oder wie? Oh, wow. Dass vielleicht einer Chefkoch lernt, damit wir Speisen herstellen können, die uns lange sättigen. Das wäre schon ziemlich nice. Wo bist du denn überhaupt hin? Oben. Hier. Wo bist du denn? Ich gehe Richtung nach Hause, die Sachen wegbringen, ja, wie du gesagt hast. Ich komme auch, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange du da noch stehen bleiben möchtest. Ach so. Weil manchmal bleibst du ja noch eine Weile stehen. Du, hier ist ein Vertreter, der fragt, ob du einen Staubsauger haben möchtest. Nee, ich habe einen, danke. Wir haben Staubsauger. Der ist aber nachtragend, der Gute. Oh nee, warte. Nicht. Lass ihn. Das ist doch der von Vorwerk. Das war er.
Oh, oh. Da kriege ich jetzt keine Ersatzteile mehr her. So, so. Was rennst du denn weg? Jasmin, warte auf mir. Ich habe Angst alleine. Im Dunkeln. Ich weiß. Okay. Noch gar nicht durchgesucht hier? Nö, da geht's ja auch nicht nach Hause. Du bist ja wieder abgedriftet. Bin ich denn? Oh. Abgedriftet. Wo denn? Ich bin doch nur gerade ausgelaufen. Ja, wir hätten einmal noch rechts abbiegen müssen, nach da. Aber ist ja nicht schlimm. Wir können doch hier. Da kommen wir doch an dem Haus vorbei. Ich gehe jetzt hier gerade rüber und dann bin ich zu Hause gleich. Genau. Aber hier, hier guck mal, hier ist das Autokino. Wo denn? Na, hier geradeaus. Wollen wir da einmal reinschauen? Ich meine, ich bin eh fast voll, aber. Weißt du? Erstmal, ich bin voll. Du bist auch voll? Ja. Das ist offenes Stück. Unfassbar. Das ist unzufassen. Jasmin. Oh, Mist, das Karnickel ist weg. Ja, bringen wir ihm den Loot weg. Baywear, not alive. Wo ist es denn? Oh, hier! Nun! Ja! Okay, wir werden jetzt taktisch vorgehen. Hab ich gerade was gesagt, oder nicht? Wir gehen jetzt taktisch vor. Pass auf, ich komme von hier und du gehst anders. Und dann umzingeln wir das, kreisen das ein. Es muss erstmal zur Ruhe kommen und dann kannst du es hochkloppen. Ich habe keine Ausdauer. Ich komme da nicht mal hinterher bei dem blöden Huhn. Die Probleme hatte ich schon mal. Diese Vögel sind für mich unbezwingbar. 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 Die verarsche mich, die Hühners. Verarsche? Verarsche mich. Muss ich denn nachher? Ich schwöre, das Huhn hat super Kräfte, es ist unsichtbar. Ah. Oh Gott, ich dachte, das wärst du. Oh, da ist ja auch noch einer. Guten Tag, junge Dame. Wow! Ich habe noch nie mit rechts zugehauen. Alter, ich habe einen ganz schönen Haken, ne? Lol. Hier ist das Huhn. Ja, ich habe hier gerade einen Zombie. Gerade andere Sorgen. Ja, aber den kannst du doch nicht essen. Aber zermatschen. Aber nicht essen. Ob ich rein theoretisch genug Skill habe? Nö. Ein Gebrülle, ey. Das hört sich immer an, als wenn hier ein Zombie kommt, ey. Das Huhn hat mich outplayed. Und das schaffe ich nie. Budubu. Budubu? Budubu. Meine Nase gerade zu, ey. Ich kacke in deinen Schuh. Ja. Was hat denn der jetzt den Speer geworfen? Der Jaffel. Jawohl. Der Jaffel. Verflixt das Hühnchen. Ich verfluche dich, Chicken. Chicken. Chicken McNugget. Ja, wir taufen das Hühnchen McNugget. Oh, meinst du, wir kriegen das irgendwann mal hin, eins einzubauen und dann so den Käfig nach und nach zu unserer Basis zu bauen, damit wir das behalten können? Und das nennen wir Chicken, das nennen wir dann McNugget? Ich hab grad echt nicht zugehört. Hä? Hast du was gesagt? Sag mal, haben wir schon so weit weggewohnt, bevor wir losgegangen sind? Zu essen habe ich. Der Weg ist ja ewig. Ei. Ei? Piraten. Ein Ei hinter die Kiemen hauen. Ich laufe die ganze Zeit gar nicht nach Hause. Ich laufe zu irgendeinem Punkt, den ich mal markiert habe. Das ist doof, ey. Da ist ja mein Zuhause. Der da, wo der Schlafsack ist. Ja, ich bin jetzt hier schon wieder bei Bobs Café. Oh, ich bin so. Das ist ja richtig. Unberührt, ich kann Autos looten.
Oh, das hat sich gelohnt. Da waren Federn drinne. Das baue ich nicht ab. Hä? Wo bin ich jetzt? Ach, hier. Ah, oben. Okay, alles klar. So. Und... ich hab so einen Hunger. Ich guck noch einmal kurz im Bobs Café. Bob. Vielleicht ist da ja die ein oder andere Dose für mich. Engelschangel Bob. Leere Industrietoilette, leere Kühlbox. Leer, alles ist leer. Hä, wann füllen sich die Sachen denn wieder? Leere Mülltonne. Ey, ich hab jetzt durch diese neuen Kopfhörer ganz anderen Sound wie vorher. Mir gerade richtig erschrocken, wer hier wo klopft hat, aber das war die Musik. Sind die vom Empfinden her, wo der Sound herkommt, auch besser? Ja, ja. Richtig krass, ey. Habe ich gut investiert. Ja, ich habe mich gerade richtig erschrocken, ey. 800 Euro haben die mich gekostet. 800. Genau, als wenn du sagen würdest, was sie kosten. Nee. Krieg ich noch Ärger, ich habe Kredit dafür aufgenommen. Ich musste Kredit aufnehmen, eine Niere verkaufen und mit alten Männern auf dem Bahnhof schlafen. Naja, lebst ja noch. Ja, das mit der Niere war am schlimmsten. So, Leiter haben wir. Oh, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, wir verabschieden uns heute hier für jetzt und für heute. Nicht ihr seid immer. Das nächste Mal wieder mit dabei und schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen. Wir müssen natürlich noch ein bisschen looten. Müssen ein bisschen weitere Wege noch zurücklaufen. Ein bisschen bauen und richtig geile Abenteuer erleben. Und natürlich das Spiel generell noch ein bisschen erforschen. Ja. Aber wäre cool, wenn ihr auf jeden Fall mit dabei seid. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.